So, jetzt erstmal die Stufen zurückbringen. Die waren irgendwo hier. Drei Stufen. Fetzlinge. Was für Material brauche ich? Was wird die Gärte? Ja, auch wieder so eine Mischung aus Cobblestone und Steinziegel. Mal hier ein bisschen Bruchstein rausnehmen. Ich baue die Haben mal wir ein noch bisschen. Steinziegel? Ja, hier hinten sind Steinziegel. Hier. Nein, die Kiste ist leer. Ich mache Steinziegel gerade. Wie viel hätte der Herr denn gerne? Wir machen noch mal ein paar Stacks. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt muss ich erst mal überlegen. Theoretisch können wir auch die zwei Eingänge zumachen. Wenn das nicht hinhaut, dann so. Wenn das vorstelle. Sind 5 Stacks erstmal okay? Ja, na klar. Jetzt habe ich mir Ofenkartoffeln geholt und nichts gegessen. Hier. So, ich werfe mal hier kurz die Sachen raus. Achso. Management hier in mein Inventar bringen. So. Was wird denn das? Mach die Grundmauern. Hä? So. Also ich habe mir das so überlegt. Müssen wir dann mal messen. Obwohl, auf die Seite kommt es nicht. Das machen wir weg. Okay. Dann ziehe ich Sehr, das so eine einfach. sehr merkwürdige Form. Ja. Überlegen. Nee, nee, warte mal. Habe ich denn von der Spitzhacke hier? Mensch. Mal die Bauspitzhacke holen. Ja, ich meine nicht V-Wetter, ich meine P-Wetter. Hab gerade mal für mich Ja, ich das weiß. Wetter von Regen auf Sonne umgestellt. Also ich habe jetzt bei mir in Optifine alles rausgenommen, dass ich überhaupt kein Wetter mehr habe, dass ich das gar nicht mehr mitbekomme. Ja, aber ist ja auch blöd, gar kein Warum? Wetter mehr haben. Ich lasse es oftmals auch regnen. Also Weil im ich nicht. Moment war die Sicht halt ein bisschen blöd dadurch. Wieso baust du jetzt denn wieder alles ab? Ja, weil ich zu wenig Platz habe. Für zu wenig Platz, für was denn? Na, du hättest jetzt dahin, hättest ja das dahin bauen können, wo ich gesagt habe. Nein. Ja, gut, ich kann, wenn ich jetzt, wenn wir schon dabei sind, kann ich es auch da hinten hinbauen. Weil da hättest du mehr Platz. Und hier finde ich es auch halt eine blöde Stelle, weil es ist genau neben den Farmen. Eine Kirche gehört nicht neben so eine Farm, würde ich mal sagen, oder? Ja. Kannst ja erstmal um die Kisten drumherum bauen, die können wir ja demnächst mal wegmachen jetzt. Ja.
6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, Was sind denn 6. hier ganz die verzauberten Bücher? Was sind da alles drin? Ja, dies wurde noch nicht eingeräumt. Baue ich ab, werfe ich unten in die Kiste. Stört hier. Ja, mach das. Hoppla. Also diese zwei Quadrate hier, das wären die Glockentürme. Und hier kommt dann der Eingang hin. Gucke ich gleich. Da kommt der Eingang hin. Ja. Okay. Aber die sind auch nur Äxte und nicht brauchbares Zeug drin weg. Oh, bei Sago sind ein paar Angel-Event-Sachen drin. Sago hat ihre Rüstung noch gar nicht abgeholt. Ich habe sie aber gesagt, dass eine neue Rüstung bei ihr in der Kiste liegt. Also demnach. Ja, muss sie morgen mal spätestens dann aber leer machen, die Kiste, ja. Ja. Rechner. Ich lege jetzt einfach mal hier in die Kiste mit rein, weil da so wirklich un teilweise unnötiges Zeug und so. Da können wir dann später nach der Aufnahme mal gucken, was wir davon behalten und was nicht, ja. Ja, genau. Wie hat Eins, denn, zwei. wüsste ich jetzt echt gerne mal, wie die das gemacht hat, dass die Verzauberungskiste auf einen Schlag entleert hat? Was denn? Ein Video gesehen oder was? Nein, hier, Nimrod oder so, die haben doch, wo die dann praktisch auf einen Ja. Schlag. Stimmt, die haben dann alles weggeschmissen auf einmal, ne? Ja. Das kannst du mal fragen, wenn sie wieder da ist. So, alles ist draußen. Also 1, 2, 3, 4. Ich habe hier noch Steine im Inventar gehabt, die sind ja eher für dich. Guck, bevor sie die spawnen, hol sie lieber. Wo liegen sie denn? Da hinten in der Ecke? Pia, nein, wo willst du hin? Wo bist du denn? So, eins, zwei, So. drei. Kommt da noch irgendwo ein Garten oder sowas hin? Ja. Wo? Warte. Kann ich dir sofort sagen? Haben wir noch Laub? Ja, in der einen Kiste ist noch sehr viel Laub. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das passt. Ja. Jetzt erstmal Zeug holen. Weißt du zufällig auswendig, wo der Kies liegt? Ja, vorderste Reihe in der Mitte, genau. Was für Bäume bevorzugen wir auf unserem Grundstück? Ja, Eiche, Birke gemischt.
Hätte ich jetzt gesagt. Eiche und Birke gemischt. Ja, ich hab aha gesagt. Hast du nicht gesagt vorderste Reihe? Was ist bei dir die vorderste Reihe? Na, da wo die ganzen Baumaterialien sind, Kies, Erde, in der Reihe. Ach, Also die auf das. hinterste Reihe. Ja, für mich ist das die vorderste Reihe, weil ich die zuerst gebaut habe. Muss ja dann dran schreiben, dass du die zuerst gebaut hast. So, da haben wir noch ein bisschen Glowstone mit. Haben wir Steinstufen oder haben wir sowas nicht? Ja, da müsste auch eine Kiste da sein. Da Mit. Steine, Mossigsteine, Ziegelsteine, Andesit, Granit, Steinziegel, Gegen, Gras. gegenüber, gegenüber, gegenüber. Es hat alles so System, dass du theoretisch gegenüber von Cobblestone die Cobblestone-Stufen hast. Also, das stimmt aber nicht. Guck hin. Ich gucke hin, es Gegenüber von. stimmt nicht. Gegenüber von Cobblestone ist Cobblestone Stufen und Treppen. Gegenüber von Cobblestone ist Stein. Komm ich selber. Es ist so. Hier steht Cobble. Und gegenüber von den Steinziegel ist Ach Cobblestone. ja, dann habe ich da vertauscht. Ah, siehst du, so geht's los. Ja, aber hier ist Stein und gegenüber ist Stein. Also macht's schon Sinn. Ich habe nicht gegenüber von Netherrack Ach, hier Babalapap, keine. Quarzstu. Oh, jetzt. So, jetzt mache ich mir noch ein paar Steinstufen. Ich habe nämlich keine mehr. Mann, ey. Oh, ich bin heute nicht in der Lage. Überhaupt keine Schaufel dabei. Das sollte ich ändern. Schaufeln werden doch überbewertet. Keine verzauberte Schaufel da. Dann hole ich halt eine normale. Ich habe eine hier mit Fe4. Ja, nee, das muss ich ja wieder aufpassen, was ich alles abbaue. Ja. Lieber eine normale. So, ich denke, so ist der Grundriss. Schaut ein bisschen merkwürdig aus von oben. Leicht. Nur ganz leicht. Das sollte jetzt aber keine Anspielung sein. Alter, so kannst du doch die Form nicht lassen. Doch, kann ich. Mache ich auch. Wer ist denn hier der Architekt? Aber wenn du es gut meinst, würde ich noch sagen, ist eine Rakete, ja. Aber wenn du es schlecht meinst. Naja. Es könnte auch ein Typ sein, der gerade kackt. Guck dir das mal an. Also, ich finde es gelungen. Dafür, dass es random einfach gebaut ist, ist es ganz gut getroffen, hä?